figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dynasty Warriors 4. Von Wulong natürlich. Ich vergesse mich schon, weil ich halt Lubus gewandert habe und normalerweise spiele ich den immer in Dynasty Warriors spielen. Heute spielen wir leider nur Fallen Dynasty in Wulong, also gucken wir mal, was der Boss bringt. お主が頼みとする義兄弟はどこにいる。お主の味方は分かったろう。絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる。 兄弟を! 兄貴! 炎症! てめえ、ふざけたことしやがって! 皆絆に縛られて 滅ぶがいい! うんちょ、生きとく! 私に構わず逃げよう! アニさん、なんということだ! Das Design ist ja mehr als geil! Ihr entschuldigt mich kurz. Wir haben gerade Orkanstärke 60 gefühlt. Was bist du denn für einer? Du, kannst du mal deine Crit-Moves machen? Liu Bei, sonst kann ich dich nicht retten. Wenn du nur diese Scheiße machst. Ja, ja. Ja, siehst du, ich kann praktisch alles parieren, was du mir anbietest. Au. Jetzt reicht's, jetzt gehe ich auf sowas von Abstand. Scheint ja, als würdest du nichts machen, solange du nur in der nächsten Nähe bist. Das geht einfach übers halbe Feld, oder was? Ey! Ja, und dann macht er schon wieder, der Hund. Nein, so einen Tod nehme ich nicht an. Nicht mal im Ansatz. Nicht mal im Ansatz nehme ich so einen Tod an. Nein, ich weigere mich.
Ich weigere mich demonstrativ. Was ist mit dem Boss los? Er spammt ihr, also er macht, also Spam ist jetzt, er macht immer dieselbe, ne, er macht wie ein Loop immer. Er macht immer dieselben Moves und dann wieder von vorn. Du hast gar keine Zeit, gegen ihn richtig anzutreten. Du hast es schlichtweg nicht. Schön wäre es, aber ist nicht so. Ah, cool. Ach so. Auch noch der Scheiß. Jetzt machst du den Shit mal. Alles klar. Jetzt hast du mich wenigstens richtig fertig gemacht. Dafür klatsche ich sogar für dich. Dankeschön. Danke. Aber dieser billige Shit von vorhin. Nein, nein, absolute Scheiße. Den Boss könnt ihr direkt wieder fixen. Weil, ja, danke. Nein, hör doch auf, so einen Scheiß zu machen. Nein, hör doch auf, du Hund. Ja, war klar. Jetzt mal... Nee, also... Interessant. Au. Treffen ist Kunst. Dankeschön. Also bei dem muss man im Nahkampf bleiben. Scheiße! Aber gut, guter Versuch, guter Versuch. Jetzt weiß ich, wie ich den handeln muss. Das ist sehr schön, Freunde. Gar kein Problem. Das war vorher ein größeres Problem. Ja, das ist ein Opener. Ja. Dankeschön. Au. So. Nein.
Ja, super, echt. Es ist so eine miese Nummer. Also wirklich so eine miese fucking Nummer. Diese Blitzdinger. Kann man die nicht vorher schon irgendwie entladen oder was auch immer? Ich weiß schon, wie man die Gottesbestie einsetzt. Es ist nicht das Problem. Und der Schaden ist auch nicht das Problem. Hey, ich komme nicht klar. Ja, super. Manchmal gelingt es mir, easy auszuweichen. Ohne Probleme. Und dann, oder alles zu dodgen. Aber Hank herum sagt das Game so wieder, nö, mir egal, was du machst, aber du dodgst nicht. Du wirst getroffen. Ich möchte dich so gern da runterholen. Ich komme ja nicht mal zum Angriff. Ja, alles klar, Sack. Und er macht so eine dämliche Ulti, die ich nicht mal ernst nehmen kann. Ja, komm. Es ist so ein Witz. Wenn er den Scheiß spammt, dann bin ich tot. Nee, sehe ich nicht ein. Ich komme gleich wieder. So, ich bin zurück. Ich habe mich mal umgeskillt. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt nehmen wir die Rüstung hier mit, inklusive Saoyun-Waffe. Gar kein Bock mehr. Ja. Ja, wenigstens einen hätte ich treffen können.
Das hat jetzt aber nicht gerade viel gemacht. Hä? Interessant. Ja, wow. Interessant, Liu Bei. Was habt ihr dem für ein scheiß Moveset gegeben? Der ist nicht schwierig, der ist einfach nur nervig. Wegen den Blitzen. Gebt ihm keine Blitze. Der ist First Try. Der ist First Try für jeden. Das Einzige, was ihn so abnormal nervig macht, ist den Blitzkack. Ihr habt es gesehen gerade, ne? Wenn er das Ding einmal nicht macht. Wenn er das Ding einmal nicht macht. Dann. Ja, fertig. Hab ich's gesagt? Hab ich's gecallt? Ich weiß, dass der ein Witz ist. Jetzt hat er ohne Blitz gearbeitet. Und? Außer mit diesen Kügelchen, die er mitgenommen hat. Aber er war ein Witz.志からのなかった私は生まれし時は違えども死す時は同じ運長益徳と総ちぎりようやく世に出る機会を得た奮闘むなしく私は多くを失い命さえ落としかけた。 なれど、失意の底でも最後まで失わなかったのは仲間を信じる心、信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために私は再び前へ進もう。 兄貴。そなたと兄弟の思いがこの身の妖気を鎮めてくれた。この恩生涯忘れぬ。いつか礼をさせてくれ。じゃあ花見なんかどうだ。いい場所知ってるぜ。それはいい。だが戦いはまだ終わっておらぬ。炎章は
妖魔の軍で全土を従えようとしておる。そういや、関東の空が変だったな。ありゃ炎章の仕業か。この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。この場は我らに任せて、曹操殿の元へ戻られよ。炎章の野望を全力で打ち砕かねば。Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my